Shalom Aleichem, ich bin Sura Rukhl Schaechter. Und ich bin Yiddish Jochnowitz. Seid bei Grüße in unser Kochprogramm Es Gesinnte Heit. So kommt ein größer Jontif, sei Danktag, sei Chaneke. Chane Dank. Ja, und das wird mich sagen noch einmal für wie viel? 79.000 Jahre. Bis 120. Ja, sollen wir das auch anhaben? Und wir werden machen, hat ein Machel, was es sei ein jüdisch traditionell Machel, sei ein amerikaner Machel. Geht. Knishes. Knishes sind sehr jiddischlich und sie sind in Davke auch so jiddischlich, als wenn die Schäpselich, das heißt die Anhängers von Schabzai Zvi, haben gewollt, machen ein Stoch, machen etwas sehr, sehr treff, haben sie gemacht die Knishes mit Doveracher, das heißt mit Chaserfleisch, das wissen wir von der Edis gegen sie in dem 18. Jahrhundert. Gut, jetzt wollen wir anhängen mit dem Tee. Zuerst wollt ihr nehmen 3 Teppich Mehl in einem halben Löffel Salz. Ihr könnt nutzen oder pushete Mehl, gewöhnliche Mehl, oder eine Kombination von gewöhnlichem Mehl mit Reserve Gebäcksmehl. Ja. Und jetzt wollen wir anhängen das Fett. Ihr könnt nutzen oder Kokosnussbäume oder Kokosnussfett für Parve. Wir wollen nutzen Pitter. Ja. Geht zu 3 Teppich oder 12 Unzen Mehl, gebe ich sie ein Teppel oder 8 Unzen Pitter. Und man macht klein Stücklich Pitter. Also man hat allemal ein bisschen Mehl zwischen die Finger und dem Fett. Es hilft, ob ihr nehmt der Reiste Pitter ein halbe Schuh frier von dem Eiskasten, damit es nicht sein so hart. Und mit zerschneidet es mit einem Gebäcksmesser. Zu machen kleine Stücklich, aber nicht zu klein. Also groß wie kernlich Gerst. Ja, das ist wie ein grober Mehl. Jetzt stellt, als man hat kleinige Stücklich Pitter, ist schon gerät. Sie wollt haben ein Ei mit Wasser genug zu machen, ein halb Teppel. Perfekt. Klingt gut. Du machen wir gehen es ausmischen. Und wir machen ein Loch inmitten von dem Mehl. Und das wird da reingegossen werden in ein Loch. Strich. Jetzt macht man den Teig. Mischt. Nicht zu viel, nur genug soll werden ein Teig. Und lass ihn zurück. 20 Minuten, eine halbe Stunde. Genug Zeit zu machen, ein bisschen gefüllt. Knishes. Und wir wollen heute machen 2 Minen gefüllt. Eins wird sein Kartoffel mit Schwemmlach. Das ist ein traditionell jiddisch Machel. Und der zweite wird sein mit Dinje. Jetzt dort, als es wird ein Teig. Es darf nicht sein also schön, was mir ist er jetzt als schöner später. Zerschneide es in 2, weil wir machen 2 Knishes. Mach 2 kleine Stücke und los im Zeri eine halbe Stunde, 20 Minuten. Über Nacht. Sie gedeckt? Ja, ja, wenn über Nacht ist sie gedeckt, ja. Und schön. Ort Amerins 6 große Schwämmelich, das ist 10 Unzen Schwämmelich, wird sein an Erich ein Teppel und ein halb Teppel zerschnitten. Zerschneid sie auf din dienenke Räftelich. Guck wie schön. A Schwemmler ist dacht sich mir so schön ingeniert. Ganz symmetrisch. Jetzt, als ihr heute zerschnittene Reiflach, Schwemmler, weil wir jetzt sie gehen zum Öfen und sie aufprägeln. Kommt mit uns. Sie wird unheizen im Öfen auf einer hohen Flamme. Rantin hat 2-3 Löffel. Bäumel, Albert Bäumel. Heizt die Sonne ein bisschen. Und hebt dann ein randbackendes Schwemmbach.
Es muss nicht sein heiß. Ihr könnt warten. Ihr könnt es gleich an den Finnland heiß. Die Zimmelis fahren die Philips haben mir früher geprägelt mit einer kleineren Feier und die Schwämmelich mit einer größeren Feier, weil Schwämmelich haben lieber Sach Hitz und sie haben lieber Sach Fett und sie haben lieber Sach Ofen. Richtig. Also die Mensch. Das wird auch nehmen eine Ehre 15 Minuten, weil ihr wird es so wenn Git bräunen. Ihr müsst nicht mischen die ganze Zeit, nur auf den zarten Zeit. Bischas Rochel kocht auf die Schwämmelich, will ich ungräten die Gewürzen von Banje gefüllt. Da habe ich das Fendel mit den Zibbeles von früher. Gibt sie ein klein bisschen Bäumel. Ein Zehntel Knobel und ein Löffel sehr klein zerhackte Zwiebeln. Und heute mir will ein Viertel Löffel Feldgliander und ein Viertel Löffel Kimmenick. Prägelt und mischt auf 5 Minuten. Es schmeckt also jiddischlich du in Stieb mit Knobel und Zwiebeln und Schwämmelich. Von wann ist der Knobel? Oh, das ist wenn Jiddisch fahren. Ich hab die Emmes gewusst. Lass mich jetzt neu stellen dem Kartoffelfilet. Ihr habt die Kartoffel, was ihr gekocht. Ich koche auf 3 Kartoffeln. Der beste Mien ist der goldene, Yukon goldene. Ist jetzt gequetscht, mit der Kuppel es geht, aber ihr habt das Kartoffelquetsch ist noch besser, nur ich habe nicht. Und noch, wenn wir reinziehen, die Zwiebeln in die Schwimmel. Und das ist eine Zwiebeln, eine mittlere Zwiebeln, was mir geprägelt, das ist auch wie ein Schein im Bräun. Ein kleines Gestickerlach. Ich tippe das heran. Steht sich an mir das euch geprägelt in Elbe-Bäumel. Und die 6 größte Schwämmelach, kickt die Bräun sie sind geworden. Ziehen wir das auch heran. Mischt das Säuse ein bisschen. Oh, das schmeckt im Reich. Das ist ein jüdischen Reich. Ihr habt ein Ei, mischt das Säuse, Ei, dann geht das heran in Kartoffelteig. Hat das Ei. Und ein Löffel Salz. Und wenn ihr wollt, haben wir euch schwarze Pfeffer, wie zum Mut, und ihr ein Viertel Löffel. Und mischt euch die ganze Sache. Macht die Banje gefüllt. Und hat jetzt ein Teppel, das ist 8 Onzen schön abgekochte Banje. Ob ihr wollt, könnt ihr jetzt die gerade gemachte Banje finden, auch Pischke, ob ihr könnt nicht finden, kein Frische. Eine ehrliche halbe Pischke. Ob ihr macht nur Banje, vielleicht ist es macht mit 2 Teppel oder eine ganze Pischke. Geht sie die schön geprägelte Knobel und Zwiebeln und Gewürzen. Und euch ein halbes Löffel Salz. Und wenn man will, ein bisschen Pfeffer oder Cayenne. Ein klein bisschen Cayenne läuft einen Geschmack. Und schön, lass mir machen Knishes. Ja. Waschiert den Tombank mit ein bisschen Mehl. Nehmt eine von den Stücken Teig. Algeholz. Schwierig.
in der Zeit von Jörg, es ist so schön zu machen Sachen von Banje und von alle ja. zeitigen Sachen. Das ist unser Gerechtnis. Und der Mann sich in Shiramales, Kapitel 126 von Tilim, was wir singen alle Jontif beim Benchen. Und es passt also, ich gebe euch Verdanktag, weil man singt, der, was seht mit Tränen, wird schneiden mit Gesang. Und der, was geht weinendig, wird kommen rein, singendig, reinbringen die Snoppes. Jetzt nehmen wir eine Kirchelschnade, eine größere, und wir machen wingerlich über den ganzen Tag. Füllt an die Knischkelech mit Wasser gefüllt, es wild, mit Banje gefüllt, mit Kartoffel gefüllt. Man macht euch Knishes, wir haben schon gemacht Kräut gefüllt. Der Rezept hat es schon. Kräut wollt gewesen schön, Kasche wollt gewesen sehr schön. Käse euch. Kekse gibt sie. Macht klein beitelich. Kann machen mit 6 Pintelich, wie ihr morgen da wieder. So sein ein kleines Fenster in mitten. Sie sollen nicht platzen in Oven. Das heißt, ich mache meine Knishes ein bisschen anders wie Eve. Also ja, ein bisschen mehr Ziege gemacht, ein bisschen du ein Loch für die Grinsen von Oven. Stellt uns den Oven auf 375 Grad. Und nehmt ein Becken, ein größeres Becken, ihr dürft es nicht verschmieren, weil es hat schon so viel Fett in der Teig. Und wir wollen es abbacken, nach 20-25 Minuten. Mhm. Nun, jetzt habt ihr was zu machen auf Hanne Gedanktung. Hanne Dank! Ja, Knishes mit Kartoffeln und Schwemmlach oder Knishes mit Dinier oder Banier. Esst gesinnte Heiz. Auf fröhlichen Kanadank. Dank.